Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen im Dovetail Games Train Sim World. Heute ist die neue Strecke erschienen, die Rapid Transit Route. Mit anderen Worten, die erste Strecke innerhalb Deutschlands. Und ja, wir werden uns heute mal auf die Strecke begeben. Natürlich mit dem Talent der Baureihe 442 oder 1442. Wir fahren heute im Fahrplanmodus, die S-Bahn Mitteldeutschland. Hier unten Baureihe 1442-6, Talent 2. Von Bombardier gebaut in den Jahren von 2011 bis 2015. Und wir haben natürlich eine 15 kV Wechselstrom-Oberleitung. Und der Zug ist natürlich elektrisch getrieben. Mal schauen, was da noch so in den nächsten Tagen bzw. Monaten an Rollmaterial erscheinen wird. So, wir nehmen einen klaren Frühlingstag. Niederschlag brauchen wir keinen, Nässe gerade auch nicht. Schnee ebenfalls nicht. Ja, ein bisschen Wind können wir uns einstellen. Und dann kann es weitergehen. Wir wollen natürlich frühs am Tag fahren von Markleberg-Gaschwitz nach Magdeburg. Nee. Wir nehmen mal Leipzig-Konnewitz-Magdeburg. Obwohl, das ist doch relativ lang. Gibt es etwas Kürzeres? Ne, okay. Dann nehmen wir die Leipzig-Konnewitz-Magdeburg-Strecke. Oder den Streckenabschnitt. Die Strecke wird ja dieselbe sein. So, hier im Hintergrund gleich nochmal die Werbung für das Spiel. Ich habe euch natürlich auch einen Link in die Beschreibung getan. Von GamesPlanet, dort könnt ihr euch das Addon relativ preisgünstig kaufen. Wir schauen uns den wunderbaren Triebzug natürlich erst einmal von außen an. Wirklich einwandfrei. Man könnte meinen, man hat hier das Modell aus dem Train Simulator genommen. So schön wie das aussieht. Na, das ist einfach wunderbar, echt. So, wir steigen mal ganz kurz runter ins Gleis, schauen uns den Zug mal von der anderen Seite an. Boah, prächtig. Also wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Erstmal schauen, was wir denn draußen alles Mögliche machen können. Also die Tür geht auf jeden Fall schon mal auf. Das ist klar. Betrieben durch die Deutsche Bahn, S-Bahn Mitteldeutschland. Schön, schön. Trittstufen fahren sich auch schön aus. Und die grünen Türen öffnen sich. Ja, die Tür machen wir schnell nächstes wieder zu. Okay. Fahrradabteil. Zweite Klasse, Fahrt nur mit gültiger Fahrkarte. Stromaufnehmer ist auch wunderbar animiert. Ja, die Scharfenbergkupplung. Die können wir in dem Fall aber scheinbar nicht manuell entkuppeln. Gut, es hat ja die Scharfenbergkupplung so an sich. Naja, wir steigen erstmal wieder ein. Nutzen den Triebwagen ganz kurz mal, um zurück auf den Bahnsteig zu kehren. So, Tür aber immer wieder schön zu machen. Steigen natürlich vorne ein. Oh, Streckenstörung, Deutsche Bahn. Nach einer gründlichen Überprüfung freuen wir uns mitzuteilen, dass die geplante Schließung der Strecke nicht weiter erforderlich ist. Ja, das ist doch wunderbar. Für eine modernere und zuverlässigere Bahn. Okay. Boah, die Bahnsteigskonstruktion vom Dach ist wunderbar. Jede einzelne Maserung hier vom Holz. Erkenntlich. Leicht verrostetes Eisen.
Leipzig-Konnewitz. Ja, wir gehen mal noch ganz kurz ein paar Treppenstufen nach oben zur Fußgängerüberführung. Also mich würde jetzt echt interessieren, ob wir den Fahrstuhl auch nutzen können. Oha, die Schaufel können wir uns schon mal nehmen. Streusandschaufel. Ah, schade. Okay, das geht nicht. Das wäre, glaube ich, auch etwas zu viel verlangt. Wir haben auf jeden Fall schon mal Ausfahrt mit 70 Stundenkilometern freigegeben. Aber ich möchte mir noch ein ganz kurzes Sekündlein hier den Bahnhof und das Bahnhofsumfeld anschauen. Oh, schöne Bäume. Echt krass. Naja, hier unten wird dann wahrscheinlich eine Blockade drin sein, dass wir nicht weiterlaufen können. Genau. Das habe ich schon geahnt. Oh, sogar die Verschraubungen hier unten. Von den Masten. Beziehungsweise den Laternen. Krass. Ja, Personen ansprechen können wir leider noch nicht. Mal schauen. Vielleicht kommt auch das irgendwann mal noch. Aber ich finde, man hat da einen sehr, sehr schönen Triebzug ausgewählt. So als erstes Modell auf deutschen Schienen im Transim World. Das will schon was heißen. Naja, nun wollen wir uns aber auch mal vom Innenraum überzeugen. Steigen ein, schließen die Türen. Die anderen natürlich auch. Wir schauen uns erstmal ein bisschen im Fahrgastbereich um. So. Ja, das sieht mir hier ganz nach der ersten Klasse aus. Genau, und so ist es auch. Bitte den Platz vor der Tür frei halten. Ja, wir setzen uns mal zu dem netten Herrn. Na gut, er guckt ein bisschen grimmig. Aber ich muss sagen, auch hier wieder die Personen wunderbar animiert. Ganz klasse. Streckennetz der S-Bahn Mitteldeutschland hier nochmal aufgemalt. Und wir setzen uns auch nochmal ganz kurz zur Dame. Ja, ich glaube, die kennen wir schon aus dem Great Western Railway Add-on. Ja, ein paar Personen kommen einem dann da schon bekannt vor. So, die Stufen runter. Hier sitzt, glaube ich, das Mehrzweckabteil. Obwohl, ja, genau. Weiter geht's. So, das Fahrradabteil. Oder nee. Fahrradabteil ist das hier nicht. Oh, können wir auch auf die Toilette gehen? Och Mann, ich muss mal. Okay, dann nicht. Ja, unser Geschäft müssen wir woanders verrichten. Sicherheit im Zug, allgemeines. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht durchlesen. Die Notentriegelung für die Türen können wir wahrscheinlich nicht bedienen. Sollten wir auch nicht bedienen. Ja, das hier müsste das Kinderabteil bzw. der Kinderplatz sein. Okay, auch der rote Punkt an der Scheibe. Im Notfall geht's dort raus. Aber ich finde das Fahrradabteil komischerweise nicht. Also irgendwie vermisse ich das. Oder es kann sein, dass es das nur in der etwas längeren Version des Talents gibt. Kommt immer darauf an, wie viele Zugteile die Triebzüge haben. Okay, die Personen wollen auch noch raussteigen. Ja, und die spawnen gerade komischerweise alle mitten in der Tür, deswegen machen wir die mal schnell wieder zu. Ihr müsst drinnen bleiben. Ja, hier steht aber auch Fahrrad dran. Na gut. Hier oben ganz typisch das Streckennetz vom jeweiligen Verkehrsbetrieb oder vom Streckennetzbetreiber.
Hier unten haben wir die Batterie. Trennstrecke, oder? Nee, Trennstecker, genau. So, jetzt aber endlich. Ab in Führerstand. So, hier oben haben wir wahrscheinlich die Buchfahrpläne bzw. Anleitungen fürs Triebfahrzeug. Ja, das Mikrofon können wir wahrscheinlich nicht benutzen. So, Abschleppbetrieb aus, richtig, Räumfahrt aus, SIFA-Störschalter ein, PZB-Überbrückung, Bremse ein, PZB-Störschalter ein, Energieoptimierter abgestellt, Batterie ist schon an, Spannung bei 120 Volt, 130 so. Alle Schiebetritte aus. Nee, sollen eigentlich ein. Quittierung, Zugabriss, ZG2. Trafotrenner ein. Klimaanlage ein. Türfreigabe alle. Lampentest, Schaltschrank. Okay, nicht funktionstüchtig. So, SIFA und PZB sind jetzt scheinbar eingeschaltet. Ja, der Störschalter muss aber eigentlich auf aus. Oder? Ne, hier im Simulator muss er auf ein. Und die PZB-Bremsüberbrückung. Dann schalten Sie mal ein. Okay. Feuerlöscher natürlich auch an Bord. Verbandskasten. Ja, schade, dass man hier den Sitz nicht noch ausklappen kann. Dann hätte man eventuell mal noch eine Runde Zugbegleiter spielen können. Ah, das Sonnenrollo ist natürlich auch beweglich. Megafon wäre auch zu schön gewesen. So, die Notbremse möchte ich jetzt an der Stelle mal nicht austesten. Wir platzieren uns. Jupp, das Pedal. Ganz wie wir es kennen. Hier drüben die Zugsicherungssysteme, PZB, PZB-Wachsam. Frei und PZB-Befehl. So, der Zugfunk. Scheinbar inaktiv. Ja. Schade. So, die Parkbremse ist gelöst. Okay. Kurzer Bremstest. Notbremsung eingeleitet. Hauptschalter ein. Bei beiden Triebwagen. Hier haben wir ihn. Unsere Hamsterbacke. Klasse. Ja, ein paar Grafikprobleme gibt es noch an den Scheiben, wie ich gerade bemerke. Da dieses Flackern, das ist, denke ich mal, nicht gewollt. Nun gut. Wieder zurück in den Führerstand. So, der Führerstand ist aktiviert. Vorwärtsfahrt. Tempomaten würde ich ganz gerne noch verstellen. Ach so, ja klar. Erst einschalten. Möchte wohl nicht. Oh, das geht erst bei der Fahrt. Kann auch sein. So, das sieht doch schon mal viel angenehmer aus, wenn das Führerstandslicht hier ausgeschaltet ist. Sand und vorne die Spitzenlichtsignale. In dem Fall hier die Nebelscheinwerfer. So, hier noch ein bisschen gedimmt. Und dann die normalen, die einfachen Kennlichter. Einen Lokführer haben wir natürlich auch. Der sieht richtig wunderbar aus. Ich meine jetzt nicht vom Aussehen her, sondern von der grafischen Umsetzung im PC. So. Wollen wir nochmal die Bremse lösen.
Der Fahrplan ist natürlich mal wieder nicht vorhanden. Ja, ein- und ausschalten können wir ihn leider auch nicht. Okay. So, hier drüben geht's weiter mit den Innenlautsprechern, aber die können wir wahrscheinlich auch mal wieder nicht bedienen, genau. Was denn sonst? Aber die müssen wir ehrlich gesagt auch im Simulator nicht wirklich bedienen. Okay. Die Potentiometer hier können wir auch schön verstellen. Und hier unten die Scheibenwischer. Da. Gut. Es regnet nicht, von daher schalten wir sie aus. Ja, wir haben mit dem Triebzug eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Wir fahren im Dienste der Deutschen Bahn, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ja, jetzt wollen wir aber nun endlich mal wirklich losfahren. Und wir müssen zuerst einmal noch die Türen entriegeln. Das machen wir so. Okay. Oh, ziemlich krass, wie viele Leute da rauskommen. Habe ich gar nicht so viel gesehen im Zug. Okay, wir schauen uns mal ganz kurz hier die KS-Signale an. Boah, die sehen echt krass aus. Oh, hier hat man aber echt an der Performance gespart. Obwohl, der Gegengleisanzeiger wird erst noch scharf. Okay. Boah, das sieht richtig gut aus. ZS3. Auch schön mit anmontiert. Zusatzkennlicht, Halt erwarten, verkürzter Bremswegabstand, schön, schön. Ja, von Leipzig-Konnewitz geht's heute los und wir müssten uns dann wirklich mal auf den Weg machen. Ich habe jetzt so viel geredet und so viel gesagt, wir fahren jetzt endlich ab. Zielvorgabe erfüllt. Leipzig MDR 11.34 Uhr. So, Lokbremse ist gelöst. Und los geht's. Okay, die PZB-Belebung ist wie im Train Simulator. So, mal schauen, ob sie denn besser funktioniert als die MTS. Okay, das Befreien klappt schon mal. Okay, das Sieferpedal hätten wir vielleicht nicht unbedingt vergessen sollen. Bin ich in der Regel nicht gewöhnt. Aber wir sehen daran, die Siefer funktioniert. Der erste Gegenzug kommt auch schon. Und naja, wollen wir es mal probieren. Das erste Mal mit Siefer im TSW. Ich bin eigentlich persönlich nicht so der Siefer-Fan. Die versucht einfach, sag ich jetzt mal, nur Zwangsbremsung mehr reinzuhauen. Macht sich nicht gut, vor allen Dingen, wenn man außerhalb des Fahrzeugs mal ist. So, Bremszylinder entleert. Zugkraft vorgeben. Okay, Sieferpedal funktioniert auch. Jetzt geht's aber richtig los.
So, hier mal volle Leistung aufgeschaltet. Ist eigentlich zu viel. Aber genau das wollte ich auch haben. Und wollte mal sehen, ob die Achsen denn durchdrehen. So, das erste ZS3V. Es kündigt Weiterfahrt mit 80 Stundenkilometern an. Naja. Ziemlich ungewöhnlich. Eigentlich steht das ZS3V. Na gut, nee, in dem Fall ist es ja eine LF-Tafel. ZS3V wäre es nur dann, wenn es am Signal hängen würde. SIFA funktioniert. Okay. Ja, also mir persönlich gefällt aktuell nicht so, dass der Zugkraftanzeiger so ruckelig ist. Ja, SIFA. So, Weiterfahrt mit 80 genehmigt ab dem nächsten Streckenabschnitt. Wir halten hier einmal gemütlich an. Den Herrn am Gleis warnen wir, aber den scheint das nicht zu interessieren. Ich würde nur sagen, passend gehalten, oder? Türen auf. Leipzig MDR. Ob hier der Mitteldeutsche Rundfunk irgendwo in der Nähe sitzt? Das ist hier die Frage. Auf jeden Fall ein wunderschöner Bahnhof. Oh, die nächste Schaufel. Na, dann wollen wir doch mal ganz kurz aussteigen. Scheinbar kann man damit irgendwelche Quests erfüllen. Das macht der Triebfahrzeugführer in Realität natürlich nicht. Also Triebfahrzeugführer gleich Lokführer. Einmal nach links und einmal nach rechts geschaut. Und nochmal nach links. Und wir kommen nicht übers Gleis. Jetzt. Wir sammeln ganz kurz die Schaufel ein. Danke. Nochmal nach links und nochmal nach rechts geschaut. Und wir kommen irgendwie an dieser Stelle nicht übers Gleis. Jetzt. Ja, das ist noch ein bisschen buggy. So, Türe zu. Hingesetzt. Türen sind geschlossen. So, die Bremse lösen. Am Zug 1 sind die Kilonewton noch gesperrt, also Zugkraft verriegelt. So, jetzt aber nicht mehr. Wir fahren wieder. Einmal ganz kurz geschaut, wie sich der Sand auf das Fahrverhalten vom Zug auswirkt. Okay, vorerst mal keinen Unterschied zu spüren. Wir haben grün. Ja, die SIFA meldet sich. Und das eigentlich immer relativ laut, muss ich sagen. So, 80 Stundenkilometer erreicht. Dort vorne kommt auch schon der nächste Bahnhof.
Und deswegen bremsen wir runter. Oh, wunderbar, die Fahrplanleuchte hier. Ey, das sieht echt schön aus. Krass. Oh, wunderbar, der Bahnhof. So, Türen auf. Ja, auch die Kamera ist noch nicht einwandfrei. Okay, wir kommen jetzt gerade irgendwie nicht in den Bahnhof rein. Die Wand blockiert. Na gut, bewegen wir uns mit der Kamera auf der Taste 3 umher. Klasse. Ja, wo stehen wir denn aktuell? Wir sind im Bahnhof. Ach, schade, man kann es gar nicht richtig lesen. Leipzig Bayerischer Bahnhof. Okay. Also wunderbar. Ja, die Türen schließen sich gleich automatisch. Wo geht's denn nach hier oben hin? Okay. Da haben wir einen Ausblick über die noch nicht ganz so fertige Strecke. Einmal vorbeilassen, Dankeschön. Auch die Zeiger bewegen sich natürlich an der Uhr, wie wir das aus einigen Strecken vom Train Simulator auch schon kennen. Hier oben auch nochmal diese, ich nenne sie jetzt mal Nägel, damit sich die Tauben nicht oben drauf setzen und alles vollkackern. So, Türen schließen. Oder? Nein, die rote Lampe dort unten blinkt scheinbar nur so. Jetzt aber. Türen geschlossen und würde ich mal sagen, Weiterfahrt. An der Stelle nochmal das Führerstandslicht aktiviert. Denn nur die Fahrplanleuchte ist dann doch ein wenig, ja, wenig dicht. Boah, wie wir hier die ganze Tunnelröhre ausleuchten können. Ja, und die Kamerasteuerung ist noch ein bisschen, ich würde mal meinen, grob orientiert. Also wir haben nicht so viele Positionen im Bereich Zoom. Wir haben insgesamt 1, 2. Ja, wir haben nur 2 Zoom-Positionen. Ja, das ganze Spiel läuft flüssig mit 60 FPS bei mir. Ja, schade auch, dass hier uns rechts die Anzeige in Meilen pro Stunde gemacht wird. Obwohl wir doch hier in Deutschland sind und eigentlich mit Kilometern pro Stunde fahren. Naja. Oh, wir haben uns auf jeden Fall verbremst. Schade. Passiert. Achso, nee. Türen links öffnen. Trittstufe ausfahren und Türen auf. So, Leipzig, Wilhelm-Leuschner-Platz. Also die Bahnhofshallen finde ich echt krass. Das sieht wirklich futuristisch aus. Aber sie sind gelungen. Hier oben auch nochmal ein Signal. Ach ja, und so verbremst haben wir uns gar nicht. Die Bremse ist zwar etwas stark angezogen, aber alle Personen können aus- und einsteigen. Oh, hier auch schon der erste Schandfleck. Was denn wohl hier passiert ist? Okay, wie es scheint, geht es hier unter die Treppen. Also würde mich interessieren, was da drunter ist. Naja, dort oben sehen wir einen einzelnen Baum. Ja, und weiter hochgehen können wir nicht.
Okay. Wieder ab in den Führerstand. Türen schließen. Ja, die Beleuchtung ist gerade etwas stark eingestellt, gebe ich zu. So, sieht doch schon besser aus. Mir würde es noch mehr gefallen, wenn wir hier einen Nachtmodus aktivieren könnten. Ach ja, wunderbar. Zumindest das geht. Sehr schön. Vielleicht kann man ja nur am mittleren Display was einstellen, aber nee. Okay, also wir können maximal Tag- und Nachtmodus einschalten. Soll uns an der Stelle auch genügen. Ja, ich habe euch ein bisschen gezeigt, wie die SIFA funktioniert. Aber um weitere Zwangsbremsungen zu vermeiden, schalten wir die an der Stelle mal ab. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Aber ganz ehrlich, ihr seht da eigentlich keinen Unterschied. Abgesehen davon, dass hier vorne im Führerstand das SIFA-Leuchtsymbol aufleuchtet. Und zwar dauerhaft in der Farbe Gelb. Mit anderen Worten, der Störschalter ist aktiviert. So, Bremszylinder entleert. Und ab geht die Post. So, hier mal ganz kurz eine Streckenübersicht. Und dort vorne kommt dann schon der nächste Bahnhof. Ja, also wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier rechts Meilen pro Stunde angezeigt bekommen. Aber ich sehe auch gerade, wir haben eine Anzeige für die PZB. Ich gehe mal davon aus, dass es die PZB signalisieren soll. Denn ansonsten kommt ja die Zahl 85 nicht so oft vor. Ja, also hier habe ich es jetzt auch auf jeden Fall geschafft. Verbremst. 100 pro. Ja, im Normalfall Meldung an die Fahrgäste. Eine Entschuldigung kann man da allemal erwarten. So, Türen wieder schließen. Ganz rasch soll das jetzt hier gehen. Wir haben an der Stelle unseren eigenen Fahrplan einzuhalten. Innen drin natürlich auch der komplette Zug beleuchtet. Also ich finde, die Nachtansicht sieht richtig geil aus hier im S-Bahn-Tunnel. Da hat man sich meiner Meinung nach viel Mühe gegeben. Allgemein auch, ich finde das Add-on wirklich überwältigend. So ein paar kleine Macken gibt es aber noch. Aber das ist wie beim Train Simulator. Oha, was ist denn jetzt? Der PZB Wachsam habe ich doch gedrückt. Hat das nicht funktioniert? Doch, funktioniert eigentlich. Okay, wir öffnen trotzdem die Türen. Trittstufen fahren aus. Ja, wir sind jetzt hier gerade im Leipziger Hauptbahnhof. Und es wäre sehr, sehr schön, wenn wir mit der Kamera nicht wieder gefangen wären. So, jetzt aber.
Leipzig Hauptbahnhof Tief wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich? Leipzig Hauptbahnhof Tief ist das. Hier vorne geht es dann hoch. Dort können wir den Bahnhof uns schön anschauen. Und natürlich hier durch die Rolltreppen. Wir haben in dem Fall jetzt hier Ausfahrt mit 80 Stundenkilometern angekündigt. KS-Signal blinkt auf grün. Na, ich möchte hochgehen. Okay, dann müssen wir das einmal manuell machen, indem wir uns vom Fahrersitz erheben, die Türe öffnen. Wäre jetzt natürlich sehr, sehr schade, wenn der Leipziger Hauptbahnhof nicht implementiert wäre, abgesehen von der Station Tief. Wir rennen einmal. Und natürlich die nächste Hamsterbacke kommt uns entgegen. Die Einfahrt schauen wir uns noch an. In dem Fall hier ein Kurzzug. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie man das Entkuppeln gelöst hat, beziehungsweise ob das überhaupt möglich ist. Na, schade, die Rolltreppen stehen. Gut. Dann müssen wir eben hochsprinten. Scheint nicht zu funktionieren. Auf dem Mittelgang wahrscheinlich dann auch nicht. Ein Versuch war es wert. Okay. Leipzig Hauptbahnhof Tief wurde wahrscheinlich nur mitgebaut. Der Rest geht scheinbar nicht. Schade. Das muss uns aber genügen. Wir steigen wieder ein und setzen unseren Dienst fort. So. Türen schließen. Ja, und auch der Fahr- und Bremshebel macht noch so ein bisschen, was er will. Aber da bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass da demnächst ein Update erscheinen wird. So wird Dovetail Games dann doch nicht mit seinen Kunden umgehen. Wenn da genug Gegenwind entsteht, dann regt sich Dovetail Games. So, wir bestätigen das Signal natürlich mit der PCB-Wachsamkeitstaste. Okay. 1000 Hertz leuchtet komischerweise nicht auf. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, ist, dass wir wirklich hier, ja, ich sag mal, wahrscheinlich eine rudimentäre PZB eingebaut bekommen haben. Mal schauen, wie sich das jetzt im Fahrtverlauf noch so fügen wird. Boah, richtig steil, wie das hier hochgeht. Nein, der Leipziger Hauptbahnhof. Boah, das ist aber ziemlich grell, das Licht hier. Also auf der linken Seite nochmal der Halbring-Lokschuppen. Okay. PZB wachsam. Weiter soll es gehen mit 100 Stundenkilometern. Ja, diesen Streckenabschnitt kennen wir auf jeden Fall schon von der Strecke Berlin-Leipzig. Und wenn ich mir diesen richtig gemerkt habe, kommt dort vorne gleich der nächste Bahnhof und er ist auch schon in Sichtweite. Deswegen langsam runtergebremst. Und dann schließlich letzten Endes angehalten. So, hier blinkt es weiter. Fröhlich vor sich hin. Wir bestätigen das Ganze.
Das war jetzt hier in dem Fall der Signal-Zwischenanzeiger. Boah, krass, wie man hier das Gras ausgebaut hat. Einwandfrei, wirklich. Oh, die nächste Schaufel, wir steigen aus. Türen öffnen. Türchen auf. Schaufel einsammeln. Tür einmal zu. Nicht, dass uns hier jemand wegfährt. Und einen Augenblick genommen, um dieses wunderschöne Porträt dauerhaft festzuhalten. Mal ganz kurz hier drüben geschaut bei den Ferngleisen, die zur VDE, also zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 gehören. Wir befinden uns hier im Bahnhof Leipzig Nord. Als nächstes werden wir uns im Bahnhof Leipzig Messe einfinden, wenn ich mich im Streckenverlauf nicht täusche. Wir setzen uns hin, schließen die Türen. Lösen die Bremse und fahren ab. Ach, das Führerscheinlicht ist noch an. Deswegen leuchtet hier drin alles so grell. So, LF-Tafel für 70 Stundenkilometer, 100 Stundenkilometer dürfen gefahren werden. Ja, also wir sehen schon, die PZB ist nicht das Wahre. Wird sich hoffentlich noch verbessern. Hoffentlich, hoffentlich. So, hier auf der linken Seite geht es mal wieder ganz steil runter. Mich persönlich würde auch interessieren, ob wir hier den Baustand vom aktuellen Jahr haben oder ob wir ungefähr denselben haben wie im Train Simulator. Kann ich jetzt hier leider noch nicht erkennen, aber die Personen, die in der Region heimisch sind, können das gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder natürlich auch Streckenkenner. So, und hätten wir jetzt hier wahrscheinlich die SIFA eingeschaltet, so hätten wir nicht die Möglichkeit, diese schönen Aufnahmen von draußen zu machen. Und uns das Hamsterbäckchen einmal genauer anzusehen. Obendrauf natürlich eine wunderbare Dachkonstruktion. Der Lüfter dreht sich natürlich auch. Auch hier wieder aufgepasst, Hochspannung. Und auch die Oberleitung fehlt hier an einigen Stellen. Das scheint sich wohl zu einem, ja, relativ allgemeinen Bug im Train Simulator, beziehungsweise, naja, im TSW sind wir ja, zu entwickeln. Okay, wir dürfen scheinbar schneller fahren. Die 70 Stundenkilometer haben wir dann doch nicht zu erwarten. Ich gehe mal von 120 Stundenkilometern aus. So, hier vorne kommt dann Leipzig Messe. 160 sind dann ab hier erlaubt. Ja, ob das Kreissignal dort vorne blinkt oder nicht, ist aus der Ferne relativ schwer einzuschätzen. Das flackert nämlich leicht.
Ja, auch der Bahnhof sieht komplett anders aus, muss ich sagen, als hier im TS. Die Strecke Berlin-Leipzig ist aber dennoch sehr, sehr, sehr schön und gefällt mir im Train Simulator wirklich richtig gut. So, wir halten im vorderen Bahnsteigteil an, so wie sich das Ganze gehört. Das Ganze soll hier relativ originalgetreu vonstatten gehen. Bahnhof Leipzig Messe, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mal schauen, ob wir auch die Schiebetritte tiefer ausfahren können. Nee, das funktioniert leider nicht. Leipzig-Messe. Okay. Nach unten gehen können wir wahrscheinlich nicht. Sehen wir denn auch das Messegelände? Das würde mich interessieren. Ja, die sämtlichen Parkplätze sehen wir auf jeden Fall schon mal. Das müsste rein theoretisch, ja, wo müsste von hier aus das Messegelände sein? Das müsste hier drüben zu sehen sein. Aber ich sehe hier noch nichts. Nee, die großen Hallen würden eigentlich auch auffallen. Schade. Im Train Simulator sehen wir die. Links und rechts an den Wänden der Schallschutzmauern. Graffiti. Naja, aber das kennen wir auch von der VDE 8. Noch nicht mal richtig im Betrieb und schon waren die Sprayer unterwegs. Okay. Zugbremse lösen. Und Abfahrt. Oh, wie stark der hier aufschaltet. Das ist echt unangenehm. Also in dem Zug möchte ich nicht drin sitzen. Weil man sieht hier wirklich, also das ruckelt richtig hin und her. Der Zugkraftanzeiger. Also tut mir jetzt leid, dass ich auf diesen, naja, relativ kleinen Bugs herumhacke. Aber ja, als lang passionierter Eisenbahnfahrer fällt einem das auf. So viele Baureihen, wie ich in den letzten Jahren schon gesehen habe, dann bekommt man langsam ein Äuglein dafür. So, und ich glaube, wir haben endlich mal das Privileg, die 160 Stundenkilometer auszufahren. Oder sind wir wieder im 120er Abschnitt? Ja, wie es scheint, sind wir das. Schade. So, hier vorne müsste jetzt gleich der LZB-Abschnitt anfangen. Ne, wir müssten eigentlich schon längst drin sein. Ja, das nächste, was mir aufgefallen ist. LZB fehlt also. So, das vorne ist grün. Ja, LZB verlegt. Als Kabel. Wahrscheinlich dem Programmierer nicht aufgefallen. Oder kein Interesse, diese einzubauen. Was denn hier? Gerade wurde unsere Geschwindigkeit runtergeregelt irgendwie. Der Zugkraftsteuer ist auf einmal ganz nach hinten gebackt. Naja, ein paar Sachen stimmen hier noch nicht. Na komm, Zugbremse bitte lösen. Anhalten möchte ich nicht. Aber wir müssen. Oder? Nein, wir haben Glück. Wieder aufschalten. Ja, wir haben den Vorteil, dass die Hamsterbacke
relativ schnell beschleunigt. Ja, jetzt dürfen wir die 160 auffahren. Ja, wir halten heute das letzte Mal in Bitterfeld, würde ich sagen. Dort beenden wir dann fürs erste Mal die Fahrt. So, ich hoffe mal, dass man hier... Ja, genau. Das muss jetzt Delitzsch sein. Das schaffen wir aber nicht mehr mit Anhalten. Da fahren wir an der Stelle mal durch. Okay, die Bremse hat sich selbst angezogen. Scheinbar haben wir doch sowas wie eine LZB, habe ich das Gefühl. Na doch, wir schaffen es. Okay. Dann machen wir das so. Ach nee, in Rackwitz sind wir. Sorry für alle, die jetzt gedacht haben, wir wären in Delitzsch. Rackwitz bei Leipzig. Oh, schön die Bäume dort hinten. Wunderbar animiert. Also kommt, das sieht echt gut aus. Hat zwar so einen leichten künstlichen Weihnachtsbaum-Flair. Aber sieht gut aus auf die Ferne. War doch gut, dass ich den Wind eingeschaltet habe. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ja, auf die Bahnsteigkante ist natürlich zu achten. Wir möchten aber trotzdem die Türen erstmal öffnen, bevor diese Ansage überhaupt kommen sollte. So. Aussteigen möchte keiner, einsteigen auch nicht. So soll es sein. Und damit, Sesam, schließe dich. Geschlossen, Trittstufen eingefahren. Okay. Die nächste 442, erstmal Mitteldeutschland. Ja, ist wahrscheinlich das einzige Triebfahrzeug, was der Strecke mitgeliefert wird. Ich würde mich sowas von über eine Trax-Lokomotive freuen. Am liebsten natürlich ein 189 oder ein Vectron. Also irgendeine moderne Elektrolokomotive, das wäre so mein persönlicher Favorit. Genau, der nächste Halt ist dann in Delitzsch. So, wir wollen jetzt mal die 160 fahren. Einfach mal testen. Haben wir gleich geknackt. Und 160 Stundenkilometer. Hiermit auch. Stark. Und somit bekommen wir auch gleich die Errungenschaft Rapid Transit. Oder Rapid Transit. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. So, ist es dort vorne denn schon Delitzsch? Nein, ein anderer Bahnhof.
Ja, ich persönlich vermisse ja auch die Haltepunkttafeln. Würde mich sehr über deren Anwesenheit freuen. Ja, der Bahnsteig wird etwas kurz sein für eine doppelte Talenteinheit. So, dann versuchen wir sie sehr schön anzuhalten. So, wir werden jetzt hier im Bahnhof Zschortau. Okay. Türen öffnen. Unsere auch. Na, passen wir rein? Ja, wir passen rein. Okay. Oh, die Streugutbox ist hier auch rausgelaufen. Das Ganze sieht ein bisschen so aus. Ach, eigentlich wie Erz. Oder leicht geschmolzenes Zinn. So, Richtung Halle Leipzig. Und ja, bedienen können wir den wahrscheinlich nicht. Nee, der ist für ein Schaffner. Aber ich glaube, einen Abfahrtsauftrag können wir damit gar nicht erteilen. So, wir steigen wieder ein. Türe zu. Also die Türkonstruktion finde ich ja von innen relativ interessant. Sieht man nicht alle Tage. So, kurz wieder hingesetzt. Türchen geschlossen. Und damit machen wir uns zum nächsten Bahnhof. Bremse gelöst. Weiterfahrt genehmigt. Ja, die LZB werden wir auf jeden Fall in diesem Addon leider vermissen müssen. Ich gehe auch mal davon aus, dass diese nicht mehr mit nachgeliefert wird. Ich glaube, Daftel Games macht sich so eine große Arbeit dann doch nicht. Oha, das Wetter hat ziemlich schnell umgeschlagen. Auf einmal ist es düster. So, wir sollten die 160 auch nicht voll ausfahren. Denn wir sollten bedenken, dass wir dort vorne gleich wieder anhalten müssen. Und mir fällt auch gerade so auf, ich dächte doch eigentlich, hier wäre ein EL-Schutzstreckenabschnitt. Also ein stromloser Abschnitt, beziehungsweise ein Abschnitt, in dem wir den Hauptschalter auszuschalten haben. Also EL-Signale sind eigentlich auf der Strecke verbaut. Zumindest in der Realität. Wie das nach der, ja, ich nenne es mal Neuformung der VDE8 aussieht, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht hat Daftel Games auch nichts weggelassen, das möchte ich denen an der Stelle nicht unterstellen. Auf jeden Fall hatten wir sozusagen auf der Strecke Berlin-Leipzig KWS 250 aus dem Train Simulator. Also ihr werdet sehr, sehr viele Vergleiche noch wahrscheinlich zu der Strecke hören.
Dafür hatten wir aber zum Beispiel, ich glaube, die Solarfelder auf der rechten Seite hier nicht. Mal schauen, wie das Waggonwerk denn aussieht. Und da kann ich mir vorstellen, dass es dazu bestimmt auch noch ein, zwei Szenarien gibt. Obwohl das Waggonwerk ja eigentlich nicht elektrifiziert ist. Mal sehen, was sich Dovetail Games da vielleicht ausgedacht hat. Vielleicht kann man auch gar nicht reinfahren, obwohl... Ich glaube, auf das Abstellgleis müsste man noch fahren können. Das müsste durchelektrifiziert sein. Dort musste ich vor einigen Jahren mal mit einem Güterzug anhalten. Ja, und so rasch, wie man mit den Talent 2 Zügen eigentlich anfahren und beschleunigen kann, können wir jetzt hier in dem Fall mal nicht machen. Denn so gut beherrsche ich das Triebfahrzeug im Simulator. Ja, im Simulator noch nicht. Türen rechts geöffnet. Schaufel eingesammelt, die lag hier gerade, glaube ich. Wer es nicht gesehen hat, kann natürlich im Video nochmal zurückspulen. Und mich berichtigen, falls dort keine lag. Ja, aber da lag eine. Die Anzeige bzw. Meldung kam nämlich gerade noch. Und wer aufgepasst hat, hat die natürlich auch gesehen. So, den Bahnsteig gucken wir uns aber mal noch ein bisschen an. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Wäre schön, wenn wir uns im zweiten Teil auch nochmal wiedersehen. Noch schöner wäre das Ganze natürlich, wenn wir uns in Zukunft noch viel, viel, viel öfter sehen würdet. Und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr den Kanal abonniert. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände. Und somit würdet ihr keines meiner Videos verpassen. Könntet jederzeit wieder einschalten, wann ihr es wollt. Das Abonnement kostet kein Geld. Und ja... Wir kehren noch ganz kurz zu unserem Zug zurück. Hier schnell die Leitern hinuntergestiegen. Oder die Stufen der Leiter. Ein bisschen am Bahngleis entlang gewatschelt. Oha, da guckt ein Stuhl raus. Ersten Fehler im Wimmelbildspiel gefunden. Okay. Ja, aber jetzt mal wieder ganz ernst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und im zweiten Teil geht's weiter. Wenn ihr wollt, einfach die Playlist weiterlaufen lassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.